Jungfrau. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute, Jungfrau, leuchtet deine intellektuelle Begabung hell auf. Der Tag ist reich an anregenden Gesprächen und Austauschmöglichkeiten, die dir neue Wege eröffnen können. Vor allem Gruppenaktivitäten scheinen eine Quelle der Inspiration zu sein, da sie eine Vielzahl von Ideen und Erkenntnissen hervorbringen. Dieser Schub an geistiger Anregung könnte jedoch dazu führen, dass du am Ende des Tages mit deinen Gedanken ganz woanders bist. Um deine Gedanken zu beruhigen und eine erholsame Nacht zu verbringen, solltest du einen Spaziergang machen, um dich zu entspannen und deinen Geist zu entlasten. Inmitten dieser geistigen Aufregung solltest du daran denken, wie wichtig das Gleichgewicht ist. Schwimmen ist die perfekte Aktivität, um dein körperliches und geistiges Wohlbefinden in Einklang zu bringen. Egal, ob du sanfte Runden schwimmst oder deinen inneren Champion kanalierst, Schwimmen hat eine meditative Wirkung und stärkt gleichzeitig deinen Körper. Es ist ein hervorragender Weg, um deine Energie produktiv zu kanalisieren, besonders an Tagen, an denen deine Gedanken und Ambitionen so tief und weit sind wie das Wasser, in dem du schwimmst. Die kosmische Energie des heutigen Tages entfacht ein Feuer in dir, das dich dazu antreibt, dein angesammeltes Wissen in die Tat umzusetzen. Denk daran, dass der Besitz von Wissen nur ein Aspekt des Erfolgs ist, der andere entscheidende Teil ist seine Anwendung. Nutze diesen Motivationsschub, um in deinen persönlichen und beruflichen Bestrebungen einen großen Schritt voranzukommen. Im Bereich der Liebe musst du dich auf einen Realitätscheck einstellen. Die aktuelle astrale Ausrichtung deutet darauf hin, dass deine romantischen Erwartungen eine Herausforderung sein könnten, besonders wenn dein Date heute Abend nicht die intellektuell anregende Gesellschaft bietet, nach der du dich sehnst. Lass dich von dieser Erfahrung nicht entmutigen, sondern betrachte sie als Lernmöglichkeit, als Erinnerung daran, dass nicht jede Begegnung perfekt mit deinen Idealen übereinstimmen wird. Heute stehen die Sterne so, dass ein unerwartetes, aber bescheidenes Wunder deinen Weg zieren könnte. Dabei handelt es sich nicht um ein großes Spektakel, sondern eher um ein kleines, fast flüsterndes Ereignis, das deine Sichtweise oder deine Umstände deutlich verändert. Es könnte eine zufällige Begegnung sein, eine plötzliche Lösung für ein langwieriges Problem oder eine aufschlussreiche Erkenntnis, die innere Unruhe beseitigt. Achte auf die kleinen Dinge, denn dieses Wunder wird wahrscheinlich ganz subtil sein, aber seine Wirkung wird tiefgreifend sein und dich daran erinnern, dass das Universum sich manchmal im Stillen verschwört, um Freude und Lösungen in unser Leben zu bringen. Halte ein offenes Herz und ein wachsames Auge, dein kleines Wunder ist auf dem Weg. Astrologisch gesehen könnte Merkurs Eintritt in den Steinbock deinen Sinn für Vorsicht oder Skepsis verstärken. Das kann zwar ein gewisses Unbehagen auslösen, aber es verleiht dir auch einen stärkeren Fokus und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen. Nutze diese Zeit, um herausfordernde Projekte in Angriff zu nehmen. Die Ausrichtung des Mondes mit Venus in Schütze bringt frischen Wind in dein soziales Leben. Es ist die perfekte Zeit, um die Gesellschaft von Freunden zu genießen, vielleicht bei einem köstlichen Abendessen, wo Lachen und Kameradschaft gedeihen können. Und wenn der Mond in die Fische eintritt, kannst du dich den kreativen Energien hingeben, die dort fließen. Lass deiner Fantasie freien Lauf und erforsche neue künstlerische oder kreative Aktivitäten, die in deinem Kopf brodeln. Insgesamt ist der heutige Tag eine Mischung aus intellektueller Anregung, körperlichem Gleichgewicht, handlungsorientierter Energie, einer Prise romantischem Realismus, konzentrierter Produktivität, sozialem Vergnügen und kreativer Erkundung. Lass dich auf jeden Aspekt mit der Sorgfalt und Aufmerksamkeit ein, die für die Jungfrau typisch ist. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarotlesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können.
Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarotlesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die erste Karte, die Liebenden, steht für Entscheidungen, Partnerschaften und tiefe Verbindungen. Sie erinnert uns daran, die verschiedenen Wege zu bedenken, die uns zur Verfügung stehen, und daran, wie wichtig es ist, Entscheidungen aus einem Gefühl der Liebe und Authentizität herauszutreffen. Diese Karte ruft uns dazu auf, unser Handeln mit unserem Herzen in Einklang zu bringen und in unseren Beziehungen Einheit und Harmonie anzustreben. Heute deutet die Energie der Liebenden darauf hin, dass sich uns Gelegenheiten für herzöffnende Verbindungen und starke Bündnisse bieten könnten. Sie erinnert uns daran, auf unsere Intuition zu hören und dem Weg zu folgen, der am tiefsten in uns verankert ist. Begleitet werden die Liebenden von der Karte Die Welt, einer Karte der Vollendung, der Erfüllung und des Triumphs. Diese Karte steht für das Ende einer bedeutenden Reise, für einen Moment des Abschlusses oder der Vollendung. Sie deutet darauf hin, dass wir eine Phase der Vollendung oder Erfüllung in unserem Leben erreicht haben, sei es bei einem persönlichen Projekt, einer Beziehung oder sogar einem lang gehegten Traum. Die Welt steht für eine Zeit des Feierns und für die erfolgreiche Integration verschiedener Aspekte unseres Lebens. Sie fordert uns auf, unsere Erfolge anzuerkennen und das neue Kapitel, das auf uns wartet, zu begrüßen. Heute ermutigt uns die Welt, unsere Triumphe zu feiern und die Transformation zu begrüßen, die mit dem Ende eines Zyklus und dem Beginn eines neuen einhergeht. Schließlich haben wir noch das Ass der Stäbe, eine Karte voller kreativem Potenzial, Leidenschaft und Inspiration. Diese Karte steht für einen Neuanfang, einen Energieschub, der unsere Kreativität beflügelt, und den Beginn spannender Unternehmungen. Sie entfacht unser inneres Feuer und ermutigt uns, mutig und enthusiastisch zu handeln. Das Ass der Stäbe deutet darauf hin, dass sich uns heute neue Möglichkeiten und Unternehmungen bieten könnten. Es signalisiert die Geburt eines kreativen Projekts oder den Beginn einer leidenschaftlichen und lebendigen Phase in unserem Leben. Diese Karte erinnert uns daran, den Moment zu ergreifen und unsere kreative Energie zu nutzen, um unsere Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Insgesamt malen diese Karten ein Bild von kraftvoller Transformation, tiefer Verbindung und kreativer Energie. Sie ermutigen uns, Entscheidungen aus einem Gefühl der Liebe und Authentizität herauszutreffen, unsere Leistungen zu würdigen und furchtlos neue Anfänge zu wagen. Nimm heute die Schönheit der Verbundenheit an, feiere deine Errungenschaften und lass dich von deinen kreativen Impulsen zu deinen Träumen führen. Das Universum unterstützt dich auf deinem Weg zu persönlichem Wachstum und Erfüllung. Geh mit Zuversicht voran, denn die Karten sind auf deiner Seite.